ist GOT-Gruppe. Ich habe 2013 die Initiative Bewusst gemeinsam leben gegründet. Daraus ist eine Ökonomie der Menschlichkeit entstanden. Heute ist der 20. November und gestern war ein besonderer Tag für mich. Einerseits, weil ich sehr, sehr traurig war, ganz viel geweint, weil ich einfach gespürt habe, es gibt kaum mehr Menschlichkeit. Und es ist eine gewisse Ohnmacht da. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, weshalb habe ich denn den Verein, diese Allianz gegründet? Wieso bin ich den Weg gegangen? Und mir haben Leute immer wieder gefragt, was ist denn meine Motivation, das zu tun, was ich tue? Und da hat es keine rationale Erklärung gegeben. Es war eigentlich mein persönlicher Heilweg, wie ich heute weiß. Weil ich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin und das Miteinander ganz wichtig ist. Und ich habe selbst in der Familie den größten Spiegel gehabt. Weil mit all meiner Harmoniebedürftigkeit waren wir sehr gespalten. Ich habe mit meinen Eltern sehr, sehr schwer getan. Mein Papa war ein Leben lang depressiv. Meine Mutter ist in den Alkohol geflüchtet. Mit meinem Bruder habe ich mich auch zerstritten. Und dann denke ich mir, wie gibt es das? Ich möchte miteinander leben und habe genau das Gegenteil. Und ich habe lange Zeit mir gedacht oder gesagt, die Welt müsste mich verstehen, und nachdem das nicht funktioniert hat, habe ich vor 20, 25 Jahren begonnen, dass ich versuche, die Welt zu verstehen. Was mir sehr, sehr schwierig gefallen ist, weil ich immer geglaubt habe, ich bin eben recht. Und meine Sichtweise ist ja auch die richtige. Und ich weiß jetzt das Jahr nicht mehr. Meine Partnerin hat einmal gesagt, so Lady D ist da kurz vorher verunglückt. Sind wir zu einem Seminar gefahren und da ist getanzt worden, ich mit einem Sakko, und habe mich überhaupt nicht öffnen können. Aber ein ganz großes Geschenk in diesen über 30 Jahren ist meine Partnerin. Ich nenne sie Perle, weil die Frau bei mir geblieben ist. Ich habe alles versucht, sie wegzudrücken, und wie sie mir zu nahe gekommen ist. Und das ist, glaube ich, gerade für uns Männer, Gefühle zu zeigen, ja, dass hinter dieser Rolle, hinter dieser Person ein Mensch steht. Da wollte ich mich nie zeigen. Weil es ja auch um Verletzungen geht. Und dieser Weg über diese vielen Jahre hat mich aber dahin geführt und habe gemerkt, wie gut das tut und wie wichtig das ist. Und dass mein Bruder ist. Und sind uns heute sehr, sehr nah. Naja, und jetzt war gestern der Tag, an dem die Regierung gesagt hat, Lockdown. Und es wird auch eine gewisse Pflicht geben. Und jetzt kann man das so oder so sehen. Die Frage ist, bei diesen beiden Lagern, gibt es da eine gemeinsame Verbindung? Kann da noch ein Miteinander möglich sein? Und ich sage ja. Weil es noch viel, viel mehr gibt als diese Situation, die jetzt allgegenwärtig ist, die wir in den Medien lesen. Wir haben da links, Freund Michael hat diesen Baum gemacht. Aus Holz, ein Tischler, ist ein Bauer. Und dieser Baum soll zeigen, dass es ja viele Äste, viele Blätter gibt. Und der lädt uns auch ein, aufs Ganze zu schauen. Bewusst gemeinsam leben, steht darunter. Und da darf es viele Sichtweisen geben. Wir werden erst in der Nachbetrachtung wissen, was uns das jetzt bringt, weil die Ängste ja ganz unterschiedlich sind bei den Menschen. Angst, Gesundheit bedroht ist. Da nehme ich jetzt vor, dass die gar nicht mehr so stark ist, sondern dass eher um gesellschaftliche Verantwortungen geht. Unsere Unternehmer, die haben Angst, dass der Betrieb nicht mehr weitergeführt werden kann. Ganz, ganz berechtigte Ängste. Im Moment sind wir sehr, sehr abhängig von der Regierung, dass die fördert, dass die unterstützt. Da gibt es noch Menschen, die sagen, wir werden in unseren Rechten eingeschränkt. Das sind auch sehr berechtigte Ängste.
Und es ist halt einfach im Moment so, dass man diese drei Dinge, oder vielleicht gibt es noch mehr Unterscheidungen, einfach nicht zusammenbringt. Weil was für einen Verantwortung ist, ist für einen fahrlässig. Und vielleicht ist Menschlichkeit ein Kitt. Weil wir sind ja angetreten, mit der Ökonomie der Menschlichkeit zueinander zu finden, ein Miteinander zu machen. Johanna Gewes-Huber aus Gumpoldskirchen und ich haben ein Gespräch geführt mit einem sehr, sehr interessanten Zukunftsforscher. Und der hat gesagt, Ökonomie der Menschlichkeit, na, die gibt es nicht. Weil ein Mitarbeiter immer ein Minus ist in der Bilanz. Der kostet Geld. Das ist eine Ausgabe. Und mein Versuch war zu argumentieren, na, der Mitarbeiter ist ja das größte Kapital. Er steht zwar nicht in der Bilanz, er hat keine Wirksamkeit, aber es gibt ja nur aufbauendes Feld, Mitarbeiter, die mit dem Unternehmen wirken oder anders. Das hat aber nicht gefruchtet, weil das vielleicht an Unis nicht gelehrt wird, weil das nicht dem Zeitgeist entspricht und wir wollen zeigen, dass es dennoch so ist. Dass jene Betriebe, die menschlich wirtschaften, die menschlich leben, auch Mitarbeiter bekommen. Dass die wertgeschätzt werden, dass da Raum ist, dass auf Augenhöhe agiert wird und viele, viele andere Dinge. Und Maria Hauser, eine unserer Mentorinnen vom Stanglwirt, hat gesagt, wenn es uns gelingt, tausende Leuchttürme zu schaffen über die Ökonomie der Menschlichkeit, die alle Menschlichkeit zeigen, dann sind wir stärker als jedes globale Unternehmen. Und wir haben in Österreich, in diesem so wunderschönen Land, nur 450.000 Unternehmer, davon 150.000 Bauern. Wo viele Bauern keine Zukunft sehen im Moment, weil sie nicht gewürdigt werden. Auch da wieder sehen wir den Handel im Moment, der sehr gefordert ist, natürlich. Aber wo kommen die Produkte her? Wie werden die erzeugt? Welche Rolle spielt der Mensch? Es geht auch um ein würdevolles Leben. Und das haben wir ganz, ganz stark in der Hand. Es gibt auch noch so um die 30.000 Geschäfte in Österreich, Läden, wo Menschen drinnen stehen. Und man sagen könnte, ist das noch zeitgemäß? Kann man ja was online machen, ich kann mir die Produkte bestellen, aber die Menschlichkeit nicht. Und die wäre ganz, ganz wichtig, auch natürlich für unsere Psyche. Denn wenn ich den Baum sehe, dann fokussieren wir jetzt auf ein Thema. Und es gibt viele Themen. Wir haben viele Bedrohungen. Der Bewegungsmangel, die Verfettung, Diabetes 2 und Alkohol und ganz, ganz wesentlich jetzt Depressionen. Die steigen massivst. Und somit sollte auch in der Kommunikation, auch in den Medien der Wunsch von mir aufs Ganze geschaut werden. Informationen drinnen sind, die ermutigend sind, die den Menschen unterstützen, den stärken. Familien zerbrechen, Unternehmen zerbrechen. Enorme Schicksale sind da dahinter. Und die Frage ist wirklich, wie viele Menschenleben retten wir mit dem, was wir jetzt tun? Und das werden wir in der Nachbetrachtung sehen. Und ich setze halt da an, was ist in meinem Einflussbereich, was kann ich tun? Und da können wir von unten gestalten, in unserem unmittelbaren Lebensraum. Im engsten Lebensraum der Familie, die ich so, so essentiell wichtig finde. Und die scheinbar auch nicht mehr zeitgemäß ist. Single, wir brauchen niemanden, wir sind Sozialwesen, wir brauchen Begegnungspunkte. Darum immer den genannten Handel, wo ich einfach was krieg, was in Geld nicht bezahlbar ist, wenn ich als Mensch willkommen bin, in den allermeisten Geschäften. Aber jetzt noch einmal zu diesen psychischen Erkrankungen. Das ist eine Welle, die da ausgelöst wird jetzt, die beängstigend ist. Und somit wäre halt auch die Frage, was können wir selbst tun? Wie kann ich mich selbst stärken, in die Natur zu gehen? Einfach Handlungen zu setzen, die mich in die Kraft bringt, auf die Ernährung zu achten etc. Wir haben neben den Vorbildunternehmen, die so als Unternehmenssprecher auch agieren, den jeweiligen Branchengrundlage ist da ein Manifest dafür, auch Mentoren und Botschafter. Und von diesen 6 Mentoren ist einer davon Helmut Möllhammer,
Er war ja 19 Jahre Gemeindebundpräsident, ein sehr, sehr achtsamer Mensch. Und in seiner Wahrnehmung ist einfach die Impfung der Schlüssel für eine Zukunft. Das gilt es einfach zu tun und gemeinsame Verantwortung zu übernehmen. Und ein weiterer Mentor ist Felix Gottwald. Wo ist Helmut Mühlhammer? Da, Helmut Mühlhammer, Felix Gottwald. Und Felix Gottwald hat vor einigen Tagen eine Zusammenarbeit beendet mit der Sport Austria, also ist eine Bewegung gegangen der Kinder, wo er sie vor 6, 7, 8 Jahren Monaten angenommen hat und gesagt hat, ich möchte jetzt gemeinsam mit der Sportagentur Kinder in Bewegung bringen. Und hat jetzt WO gegeben, hat geschrieben in einem öffentlichen Posting, ich bin gescheitert an dieser Geschichte. Ich habe nichts bewegt. Es mag in diesem Land um viele Dinge gehen, nur nicht um das. Und Bewegung wäre so, so sehr wichtig, wo wir jeder von uns einen Beitrag leisten kann, Verantwortung zu übernehmen, wie auch immer. Und was mich dann schon sehr, sehr traurig gemacht habe, ist, was ich da gesehen habe, was dann an Reaktionen kommt in Postings. Also ich habe mir einige angeschaut und ich habe aber nirgends gesehen, dass es um die Sache selbst gegangen ist. Eigentlich um diese Bewegungsgeschichte, wo Felix gesagt hat, lösen wir wieder. Und er ist schwerstens kritisiert worden über seine Haltung, denn er möge doch Verantwortung für die Allgemeinheit übernehmen. Und das ist jetzt eine Sicht und Helmut Mühlhammer ist die andere Sicht. Und vielleicht ist es möglich, beide gelten zu lassen. Und der gemeinsame Kitt, der gemeinsame Verbinder wäre die Menschlichkeit. Und ich weiß es jetzt nicht, aber ich gehe davon aus, dass ein Helmut Mühlhammer, ein Felix Gottwald weiterhin gut miteinander kann. Das sind eben besondere Menschen und es gäbe viel dazu zu sagen. Jedenfalls die Einladung an alle Unternehmer, es ist nicht sehr, sehr fordernd jetzt und ich verstehe das wie jeder, der sagt, na, im Moment habe ich gar keinen Kopf dafür, aber diese Co-Kreation, diese Schaffung, dieses Sichtbarmachen über die Ökonomie der Menschlichkeit, das ist unsere Chance. Ob sie gelingen wird, ob das was bewegt, werden wir sehen. Auf jeden Fall ist der Ansatz der, wenn wir da wirklich tausende Unternehmer haben, dann zeigen wir, was so, so wesentlich ist und vor allem, dass ein Mitarbeiter im Unternehmen auch ein Mensch ist, unabhängig seiner Richtung. Es gibt ja andere Trennungsgeschichten, auch Glauben, Religion, viele andere Dinge, die vor dieser Geschichte schon sehr, sehr stark da waren. Das hat sich jetzt noch einmal gesteigert und es wird nächstes Jahr auch für unsere Partner der Ökonomie der Menschlichkeit also eine Mitarbeiterbörse geben, wo die einladen, im Unternehmen zu wirken, wo es eben wirklich auch um das Thema Menschlichkeit geht. Ich bin sehr positiv, was vielleicht auch verwundern mag in der Situation, wenn man gestern ja wirklich etwas veröffentlicht wurde, was sehr, sehr belastend ist. Und das, der Lockdown ist es, ob übermorgen und eben auch das Thema Impfen dann in Folge, ob, glaube ich, Februar. Und dennoch haben wir Chancen, weil wir aus der Komfortzone geholt wurden. Wir können nicht mehr so weitermachen wie bisher. Das haben wir auch vorher gesagt. Wir müssen ändern und jetzt sind wir wirklich eingeladen. Und auch wie Felix Gottwald sagt, wahrhaftig zu handeln. Ja, das ist mein Impuls dazu in der ganzen Situation. Und vielleicht noch abschließend, gerade in Familien, vielleicht ist es möglich, auch da Gespräche zu führen, wo man nur den anderen einmal hinhört, zuhört. Und nicht gleich interpretiert und nicht gleich ändert auf seine Sichtweise und es kommt dann zur Kollision. Sondern dass man beide Dinge gelten lässt, einfach einmal spürt, Raum gibt. Ja, und glaube ich, der entscheidende Punkt, was uns immer so wichtig ist, nicht in der Theorie, sondern wirklich Dinge ausprobiert, sich auf was einlässt. Einfach menschlich wirkt. Das ist mein Wunsch. Dankeschön.